Hallo, hier ist Christoph von TapTech.de und wir haben hier das Acer Iconia Tab A510, die Konkurrenz des Asus E-Pad Transformer Prime. Wir haben hier ebenfalls einen Tegra 3 Quad-Core Prozessor, ein 10 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280x800. Es hat ja bereits das A500 gegen das Transformer gekämpft und jetzt lassen wir auch mal das A510 gegen das Transformer Prime antreten. Was ist der Hauptunterschied? Erstens mal das Gehäuse. Wir haben hier ein deutlich dünneres Gehäuse beim Transformer Prime. Was man hier sieht, von den Anschlüssen her haben wir bei beiden Micro-HDMI, Micro-USB. Allerdings ist hier beim Iconia Tab A510 bereits ein SIM-Slot integriert. Was hier jetzt noch auffallend ist, ist vor allem jetzt nicht nur die Dicke, sondern das A510 fühlt sich etwas besser in der Hand an. Man kann es leicht mit einer Hand halten, währenddem hier das Asus E-Pad Transformer Prime leicht rutscht durch die flache oder durch die Aluminiumrückseite. Ansonsten, wenn wir uns das Display ansehen, das dürfte hier ein IPS-Display sein. Hier haben wir ja das super IPS-Display. Wir sehen hier, Displayhelligkeit ist voll. Das ist nicht super IPS-Mode, sondern der normale IPS-Mode. Und jetzt gehen wir hier rein, ist ebenfalls voll. Es haben beide Geräte ähnliche Blickwinkel, obwohl hier das Prime trotzdem noch ein Stück besser ist. Somit geht hier der Punkt an das Prime. Ansonsten von der Größe her, wir haben hier ähnliche Abmessungen. Das Prime ist etwas höher, aber dafür halt dünner. Vom Gewicht her können wir es jetzt nicht genau sagen, da hier noch diese Halterung befestigt ist, aber es dürfte etwas schwerer sein als das Transformer Prime. Okay, das war's. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.